Oliver Sorg, zurück in Rota. Was kommen da für Gefühle auf? Ja, ganz, ganz schöne Gefühle. Also schon gestern, als wir angekommen sind, habe ich irgendwie dasselbe Gefühl gehabt wie ja, genau vor einem Jahr jetzt. Ich habe zufällig genau dasselbe Zimmer bekommen. Ja, und ich hoffe mal, dass es ein gutes Omen ist. Ihre Profikarriere hat ja hier praktisch begonnen, kann man sagen. Es war ein ereignisreiches Jahr. Wie empfinden Sie das rückblickend? Ja, es ist natürlich echt richtig viel passiert in dem Jahr. Ich habe an die 30 Bundesligaspiele schon gemacht. Wir haben eine riesen Rückrunde gespielt und jetzt auch eine gute Vorrunde gespielt. Ja, also man muss mich schon ab und zu mal kneifen, ob das jetzt in dem ganzen Jahr wirklich schon alles passiert ist. Vor einem Jahr hier in Rota war eine ganz schwierige Situation für den SC Freiburg. Jetzt ist eine sehr gute, komfortable Situation. Ist das Trainingslager jetzt auch ein Stück weit anders? Fühlt man sich da anders? Ich glaube, also als ich da dazugekommen bin und die paar anderen Spieler auch noch frisch dazu kamen, da war es eigentlich schon wie eine Gemeinschaft und man hat gleich gemerkt, dass da irgendwas geht. Und ich empfinde es jetzt nicht viel anders, als es da vor einem Jahr war. Und ich merke auch, ich habe gestern ein paar Runden gelaufen, als die anderen trainiert haben. Und ja, das Feuer ist wieder da, alle wollen und das ist das Wichtigste. Der SC hat eine fantastische Vorrunde gespielt, steht auf Platz 5 in der Tabelle. Dementsprechend sind natürlich auch die Erwartungen gestiegen an die Mannschaft. Wie geht man damit um? Ja, die Erwartungen sind von außerhalb alle gestiegen. Also die Mannschaft, die weiß, was sie kann, was die Ziele sind und daran wird einfach gearbeitet. Viele sprechen natürlich über Europa League und Platz 6 wäre drin, aber das ist alles gar kein Thema für uns. Wir wissen intern, an was wir arbeiten müssen, was die wirklichen Ziele sind und daran werden wir dann auch wir uns selber messen. Wobei, es war ja jetzt nicht nur die Vorrunde, es war die Rückrunde der vergangenen Saison. Das heißt, die Mannschaft spielt jetzt ein Jahr lang schon auf einem sehr guten, hohen Niveau. Ist dieses Niveau denn nicht dann doch der Maßstab vielleicht? Ja, natürlich. Also, dass wir das Niveau halten wollen, das ist ja natürlich ganz klar. Aber jetzt müssen wir halt einfach nur mal schauen, ob wir auch die Konstant reinkriegen, das jetzt nicht eine Rückrunde und eine Vorrunde zu spielen, sondern dass wir das mal eine ganze Saison oder auch über mehrere Jahre die Konstant reinbekommen. Spielt der Abstiegskampf in den Köpfen noch eine Rolle? Natürlich. Ich meine, das ist einfach wie jedes Jahr, glaube ich, das Ziel für den SC Freiburg, nicht abzusteigen. Und wenn wir es jetzt dieses Jahr wieder schaffen würden, dann wäre es, glaube ich, sogar ein Vereinsrekord, habe ich irgendwie mal mitgekriegt. Ja, wäre ja schon schön, wenn man sowas knacken könnte. Vielen Dank. Bitteschön.